Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 mit mir, dem Shadox. Gut, dann machen wir mal weiter. So, wir werden jetzt erstmal Wiz Bericht erstatten. Ja, selbstverständlich, was denn sonst so? Müssen wir wahrscheinlich für absteigen, machen wir auch sofort und so. Hallo Wiz. Womit kann ich heute dienen? Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Ich hab doch deine Mission fertig. Die armen Chocobos sind schon ganz schreckhaft geworden. Bitte? Schaut mal wieder vorbei. Moment, hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe doch hier meine Quest fertig. Da, Aufgabe. Dankeschön. Oh, die sind ja hübsch geworden. Sind die Tiere in Ordnung? Ja, sind sie. Machen einen munteren Eindruck. Das sehen Sie allein an den Fotos? Nun ja, ich züchte ja nicht erst seit gestern, Chocobos. Hier, das gebe ich euch als Dank für eure Mühen. Probiert's doch einfach mal mit euren Vögeln aus. Aufgabe abgeschlossen. Vögel außer Rand und Band. So, gibt's zwar jetzt nicht ganz so viel EP, wir haben aber auch nicht wirklich viel gemacht, muss man fairerweise dazu sagen. Selvatomal, Samen, Doma-Samen, Mamug-Samen. Hey, das ist doch mal ein Ding, du. So, Moment, gucken wir mal. Kann ich heute dienen? So, das weiß ich auch noch nicht, womit du dienen kannst. So. Hast du noch ein paar Jagdaufträge? Ist so irgendwas da? Wieso kann ich das eigentlich nicht machen? Ich würde das so gerne tun. Jagdrang muss auf 3 sein. Vielleicht muss ich vielleicht mal ein paar andere Missionen weiter vorantreiben. Das ist ja ärgerlich, wenn ich nur deswegen eine Aufgabe nicht machen kann. Du bist's. Ist irgendwas? Mir wurde berichtet, dass sich draußen ein geschwächter Chocobo befindet. Könntet ihr vielleicht nach dem Vogel sehen? Ich würde ihm gern helfen. Klar doch. Kein Problem. Naja, Chocobo in Gefahr. Den geschwächten Chocobo finden. Tja, ich würde sagen, fressen ist im Moment nicht nötig, oder? Die Höhle an dem Wasserfall zur Greyshire-Grotte begeben? Wieso ist das jetzt auf einmal gemarkt? Macht doch gar keinen Sinn, du. So, gucken wir mal. Ich find das besser, wenn eigentlich Aufgaben so nach der jeweiligen Region, wo man sich gerade befindet, irgendwie auch vielleicht angeordnet werden könnten. Also das wäre schon sehr cool. So, erfundene Stufe 9. Ist echt niedrig eigentlich, ne? Funkeln auf Rädern. Wir haben ja so gewisse Sachen einfach, die sind echt low-level. Oh mein Gott. Okay, was haben wir denn jetzt? Aufgabe. So, den schlechten Chocobo finden. Ja gut, dann machen wir. Haben wir Chocobo rufen und schaut euch mal, hier sind auch so kleine Mini-Chocobos. Oh, sieht das putzig aus. Süß. Kleine dicken Geschöpfe, ey. Aber süß. So, oh mein Gott. Geschwächter Chocobo. In 2 Kilometern? Kann man da nicht schon fast besser dingsen? Mit dem Auto fahren? Ich weiß gar nicht. Ich glaube irgendwie fast, dass ein Chocobo fast genauso schnell ist wie ein Auto. Vielleicht irre ich mich da auch. Aber irgendwie kommt mir das so ein bisschen so vor in diesem Spiel. Also es geht ja auf jeden Fall flott. So, und die Sache ist, ja, vielleicht lasse ich mein Regal ja auch gleich irgendwann mal zu dem jeweiligen Ort hinten abschleppen. So, was wir halt mit Chocobus halt eben nicht machen können, ist schnell reisen und das würde ich mir doch gern offen lassen. Aber hey, kann das sein, dass wir irgendwie wirklich auch immer schneller werden mit unseren Chocobos? Also, mit der jeweiligen steigenden Stufe. Kann sein, dass wir das gelesen haben, als ich Chocobus bekommen habe. Ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch noch ganz schön viele andere Sachen zu tun, neben Final Fantasy 15. Nein, eigentlich nicht, aber ich spiele halt so selten Final Fantasy 15, dass ich mir das halt nicht unbedingt merke. Also, wenn man ganze Zeit konstant anspielen würde, sagen wir mal, so, wenn ich so zocken würde, wie ich früher zocken würde, ne? Also, wenn mich ein Spiel wirklich interessiert, ne? Zum Beispiel, ich zocke jetzt 4 Stunden hintereinander die Story-Modus, also den Story-Modus, ne? Und so das ganz für mich, ich lese das so für mich, muss das nicht kommentieren, ne? Mach nicht nach 20 oder 40 Minuten direkt Pause, weißt du? Dann speichern sich die Sachen halt eben auch nicht so gut ein, ne? Als wenn man jetzt wirklich 4 Stunden spielen würde, ne? 20 Minuten oder 40 Minuten versus 4 Stunden ist halt so ein Ding, ne? So, Parkplatz. Könnte eigentlich theoretisch mein Dings wirklich da hinbringen. So, wo genau ist das eigentlich? Holy shit, wir laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und... Hier waren wir noch gar nicht. Ah, okay, aber dadurch, dass ich die Parkplätze jetzt eigentlich entdecke, müsste ich ja eigentlich dann auch da hinreisen können, ne? Raststätte Kautess. Ich glaube, ich werde da mal gleich auch so einen kleinen, wie soll man sagen, Abstecher hinmachen. Dann habe ich die Orte schon mal zum Direktreisen, denke ich. Ich hoffe nicht, dass man die Orte auch mit der Regalia befahren muss, um die anzureisen. Das wäre halt... Ist das heiß? Das wäre echt krass. Ja.
Aber das ist echt nice hier. Eigentlich ist das eigentlich auch schon fast wieder so ein Screenie hier wert. Brauche einfach nur einen guten Ort, wo Noctis steht. Aber Noctis steht hier am linken Bildschirmrand. Das ist ein bisschen, ja, weiß nicht, wie ich das finden soll. Auf jeden Fall trotzdem sau, sau nices Ambiente hier. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt wirklich so das Screenshot-tauglichste der Welt ist. Das ist trotzdem nice. So, gut, alles klar. Genug genossen. So, weiter geht's. Hui! Über Auto springen können wir schon mal nicht. Das habe ich schon mal getestet. Ah, doch, okay. Wenn wir hoch genug springen, dann auf jeden Fall. Ah, ich glaube, eher so schnell fahren wir mit dem Auto. Also, ich glaube, mit dem Auto insgesamt ist man doch schneller. Allerdings fährt ein Auto auch viel, viel sperriger. Na gut, ich habe meine Klappe. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze, das Auto ist ein klein wenig schneller. So, Regale abschleppen kostet, glaube ich, auch nicht die Welt. Das heißt, das könnten wir bei Bedarf auch mal machen. So, hier sehen wir auch noch so ein paar andere Kreaturen rumlaufen. Hey, Noct, über dir. Über mir. Kommt da wieder so ein paar Soldaten, die mich aufhalten wollen. Tja, ich bin zufällig gerade in Streitlaune. Danke. Bis bald, Kleiner. Alter Falter, die sind ja sogar Stufe 18. Krank. So, da mache ich mal was Krankes jetzt. Eis! Bam! Kurzer Prozess. So, das war wirklich kurzer Prozess. Oh, ich bin niedergeworfen. Das ist ein bisschen kritisch gerade. So, Schokobosause machen wir nicht. Ah, Fotomodus. Kamera, doch. Ich glaube, so können wir auch Fotos machen. Egal. Heiltrank erstmal auf Noctis. Gut, wunderbar. Was ist denn mit dem Typen, der mich die ganze Zeit anvisiert? Der geht mir ein bisschen auf die Nerven. Aber daher haben wir den auch schnell erledigt. Läuft. Gute Arbeit. So, wer lebt denn hier noch? Der hier lebt noch. So, bam. Tot. Bam. Krass, also diese Warp-Angriffe, die sind echt krank. Wo habe ich dieses Tachyon-Schwert eigentlich her? Das ist voll strong. Und das begleitet mich schon jetzt ein bisschen länger und ich muss sagen, ich bin einfach schwer angetan von dem Viech. So. Diese Teile hier, die haben wir schon geklatscht für eine Quest, ne? Ist egal. MP-Stase, so alles klar. Jetzt kann ich sie nicht mehr so wegface-rollen. Oh, wunderbar. Leute, das haben wir auf jeden Fall gerissen. So, laufen will ich allerdings nicht. Dafür holen wir uns natürlich die Chocobos. So, wie sieht's aus? Gut. Wir müssen immer ein bisschen warten, bis gewisse Screens weg sind. Wobei man auch sagen muss, dieses Eisrad, das sitzt natürlich hart in den Schenkeln also des Gegners. Aber krass, wie schön das aussieht. Oh mein Gott. Macht da oben! Feinde! Danke! Nein, nicht schon wieder, oder? Nein, jetzt, da, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Dieses Open-World-Fights hier mit den Viechern. Die skalieren übrigens mit unserem Level. Finde ich interessant. Haben wir nicht noch eine Quest für diese hier? Ich weiß, wir haben die schon mal umgehauen, aber hatten wir nicht noch eine Quest mit denen? Lass ich noch eben gucken. Ne. Ist auch nicht so wichtig. Nicht so trödeln! So, weiter geht's. Mal gucken, wann wir Stufe 4 Chocobo eigentlich bekommen. Und das lohnt sich wirklich, Chocobos über mehrere Tage einfach zu mieten. Super praktisch einfach. Und ein Tag dauert hier jetzt halt auch schon so ein bisschen. Also, und Chocobos kosten vor allem auch überhaupt nichts. Also zumindest nicht, wenn wir die bei der Ranch da halt persönlich mieten. Ich weiß nicht, ob die woanders halt teurer sind, aber ich vermute mal nicht. Ihr müsst es sein. Ausschwärmen, Brüder. Ja, findet den Chocobo. Ich kehre über das Kartenmenü zu Regalia zurück. Ja, danke. Oh, da ist es tatsächlich schon. Halte aus, mein Freund! Braver Junge. Ich glaube, ich habe unseren Patienten. Noct, hast du ein Heilmittel zur Hand? Wenn das auch für Dings Tiere wirkt, dann klar. Weiß ja nicht, was in der Potion drin sein soll. So. Oh, es hat gewirkt. Pass gut auf dich auf. Das war's schon? Was? Oh mein Gott, ich darf jetzt wieder so... In diesem Zustand hätte er einen Angriff nicht überlebt. Krank. Das Spiel macht das auch nur, um uns ein bisschen die Welt zu zeigen. Soll ich mal keinen Scheiß erzählen. Nein.
Ich wollte jetzt erst einmal hier Ziel festlegen. So, danke. Waren wir rechtzeitig da? So, ich will erst dorthin. Sicher auf. Ja, mich ehrlich gesagt auch. Dann haben wir wenigstens die Stadt schon mal besucht. Ach, kommt schon wieder dieses Viech. Dann können wir gestohlen bleiben. Ach so, warte mal. Mir kommt das nicht wie bekannt vor. Hatte das nicht prompto mal erwähnt? Oh, sollen wir mal ein Foto vom Meteor machen? Und jetzt sind wir halt da. Ah ja, das kann gut sein. Boah. Voll geflasht von diesem ganzen Grün hier. Die Welt ist so groß in FF15. My goodness. Was ist das denn für Viecher jetzt? Wer will was? Ach so, ja, die sind langweilig. Leben und leben lassen, meine Lieben. Leben und leben lassen. Hier kriege ich aber bestimmt wieder ein paar neue Dings. Jagdaufträge. Oh, Medikamente, das hast du was. Danke für die Erinnerung. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen näher um, du, hä? Was war das hier? Mailbox? Chocobo mieten? Und, wie ist es? Krass. So, ich kann das wieder für 100 Gil kaufen, wa? Das haben wir wieder 7 Tage gemietet. Schön, dann wollen wir mal hier mal eine Runde interagieren. Willkommen im Krähennest. Hallöchen. So, gucken wir mal. Hier haben wir bestimmt auch wieder neue Aufgaben, wa? So, zack, Refugien wurden eingezeichnet. Parkplätze. Ortschaften wurden eingezeichnet. Schön. Sammelstellen. Das war es jetzt aber, oder? Gut. Was Speisekarte. Schütz vor Gift, Schütz vor Frosch. Ach, kostet eigentlich nicht viel, ne? Ich bestelle das einfach mal. Willkürlich. LP Maximum plus 300. Warum nicht? So. Das sieht schmackhaft aus. Ja, dann genießt das mal. Also, das lernst du sowieso automatisch mit. So, njam, njam, njam. Ein schöner Buff für eine gewisse Zeit. So, dann schauen wir mal hier weiter. Alter Falter, was ist denn hier los? Panzertierparade, Stufe 38, Stufe 41, oh mein Gott. Eigentlich lohnt sich das gar nicht, diese Viecher hier anzunehmen. Nein, wartet mal, einen Moment. Ich breche das wieder ab. Das bringt ja nichts. Was soll ich denn mit denen? Die Quest kann ich in 100 Millionen Parts erst machen. Mehr gibt's wirklich nicht, dann war das aber wirklich, dann war es jetzt wirklich unnütz, was ich hier gerade gemacht habe. Also das mit dem Essen zum Beispiel. Oh, fuck. Dann probieren wir es mal anders aus, okay? Wir machen einfach mal zurück zu Regalia, Regalia abschalten lassen. Kehre zum Stand des Regalias zurück. Oh, warte mal, so verkehrt ist das dann gar nicht. Das ist ja quasi wie so ein Teleport. Also so dumm war das ja gar nicht, sein Auto dann stehen gelassen zu haben, weil man sich dann wieder dahin teleportieren kann. Also so könnte man natürlich ja auch spielen. Das ist eine interessante Art und Weise, ja, zu reisen, muss ich sagen. So, wenn man, ja. Ich meckere da nicht drüber. Ich finde das cool. Ich finde das cool, auch wenn das ganze komische, das Reisesystem in FF15 allgemein ein bisschen komisch ist, wie ich finde. Aber ja, ist wahrscheinlich alles so ein bisschen Gewöhnungssache. Von daher, Pali, Pala, Palabala. So. Ein Manko oder ein Dorn im Auge, was ich habe, ist unter anderem diese Loadscreens hier. Die sind ja schon sehr enorm. Und ich bin einfach ein fauler Mensch und ich mag das Ding einfach nicht. Und was zur Hölle ist jetzt gerade hier passiert? Hat das Spiel uns gerade getrollt? Ach so, ich war irgendwie der festen Überzeugung, ich hätte meine Regalia da hinten geparkt. Hier. Okay, egal. Ich wollte einfach nur sagen, die Lowscreens sind in FF15 echt einfach enorm hoch. Okay, ich habe das Spiel jetzt auch nicht auf der SSD. Wäre wahrscheinlich ein krasser Unterschied, wenn ich das gemacht hätte oder auf meine SSD hätte. Aber ja, kann ich jetzt nichts gegen machen. Aber okay, wir haben uns trotzdem einen riesen Weg gespart. Also das zeigt mir schon mal, dass es auf jeden Fall funktioniert. Natürlich funktioniert es. Was soll ich sonst machen? So, war jetzt aber nicht in der Nähe der Regalia. Auch andere Quests? Nee. Nein, 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 nein. Ich täusche mich wahrscheinlich richtig, ja. Schon gut. Alles in bester Ordnung. Wieso ist mein Mark eigentlich 400 Meter weiter da? Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Mein Mark ist wo? Da? Wozu? Wozu? Warum ist da mein Mark jetzt an dieser Stelle? Bin ein bisschen irritiert.
Ich habe das doch vorhin gerade für die City benutzt, das Mark. Wieso ist das Mark jetzt einfach auf diesen Dingsenden gerichtet? Das macht für mich jetzt nicht ganz so viel Sinn. Egal. With Chocobo Ranch. Es ist 16 Uhr. Ich werde auf jeden Fall gleich für einen Tag warten, bevor ich das nächste Mal gleich wieder losgehe. Womit kann ich heute dienen? Ach so, warte mal. Du bist... Wie wär's mit einer kleinen Stärkung? Auf jeden Fall. Ich kann Diese das noch nicht annehmen. Machen uns schwer zu schaffen. Ja, ich wollte eigentlich nur die Aufgabe abgeben, aber dafür muss man dich ja einfach von hinten anklicken. Warum auch immer von hinten. Und? Habt ihr den Chocobo gefunden? Ja. Ja, hüpft wieder putzmunter durch die Landschaft. Oh, wirklich? Das heißt, ihr konntet ihn also versorgen? Vielen Dank. Ich habe gar keine Belohnung vorbereitet. Aber das hier kannst du haben. Das haben wir gerade neu ins Sortiment aufgenommen. Was macht das sich? Also man kann ja Chocobos auch füttern, ne? Soweit ich gesehen habe. Und davon kriegen die auch Buffs, ne? Oh, gibt es noch ein bisschen mehr XP für? 1000 oder was war das jetzt? Schon nicht schlecht, ja. Ansonsten haben wir aber... Es geht weiter. Also die Chocobo-Questline ist ein bisschen länger, du. Entschuldige die plötzliche Frage, aber ich würde dich gerne um deine Meinung zu etwas bitten. Eine Meinung oder eine Aufgabe? Ich würde gerne meine Speisekarte aufpeppen. Und zwar mit einem gesunden Gemüsegericht. Wenn dir irgendetwas einfällt, dann lass es mich bitte wissen. Klar. Wenn mir irgendwas einfällt, sicher. Hä? Kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen creepy vor. Die Wurzel des Erfolgs. Eine AEG-Wurzel finden. Ah ja, okay. Du wirst die AEG-Wurzel bringen. Ja, klasse. Also es geht mit den Dings-Quests geht's hier locker flockig weiter. So, wo machen wir das? Wie heißt das? Die Wurzel des Erfolgs. So, hier, das nehmen wir. Schleimige Schlacht. Habe ich schon Bock drauf irgendwie, ne? So, egal. Wir machen trotzdem erstmal diese Quest hier weiter. So, Aufgabe, schön und gut. So. Huch. Wo ist die AI? Ah, okay. Das ist jetzt einfach so eine Quest, die wir uns nicht einfach so easy peasy mir nichts hier nichts marken können, ne? Mhm. Wir haben hier übrigens wieder eine Blitzquelle, eine Feuerquelle und eine Allesquelle. Eigentlich doch nicht verkehrt, da einmal nochmal hinzugehen, oder? Ziel festlegen, ja. Machen wir einmal kurz. So. Ansonsten würde ich mir sagen, gehen wir einfach mal gleich in einer anderen City weiter. Also dann? Und machen diese schleimige Schlacht-Dings fertig. Also die anderen beiden Jagdmissionen, die ich noch offen habe. Das wäre mir jetzt schon wichtig. Boah, tolle Belohnung. So, stopp. Naja, wie wär's mal mit in die richtige Richtung zu rennen? Also alles gut. Du, na und? Huch, warte mal. Teilen wir das auf. Habe ich jetzt wirklich das richtig gemerkt? Das ist jetzt aber nicht im Wald, oder? Kommt mir gerade ein bisschen vor. Hm. Moment, werden wir jetzt gleich sehen. Ich hoffe nicht. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme. Ja, wir müssen gleich sowieso nochmal schlafen gehen, damit wir hier wirklich weitermachen können. Denn, wenn wir gleich mit unserer Regalia losfliegen, dann wisst ihr ja ganz genau, was Sache ist. Mhm, ihr habt schon erraten, genau. Dann wird es 8 Uhr und schon will Prompto oder wer auch immer, oder Ignis, wer auch immer fährt, ich glaube Ignis, nicht mehr fahren. Weil der ein Sack ist einfach nur. Weiß gar nicht, wie ich das anders erklären soll. So, hier einmal absteigen, dankeschön. So, absorbier den Shit. Braver Junge. So, maximale Kapazität erreicht, schön. Dann machen wir noch nichts damit. Wir absorbieren auch noch ein bisschen Feuer. Was ist, wenn ich eigentlich von jedem Element alles nehme? 99 Stück. Kann ich den Super-Duper-Spell des Jahres machen? Huch, was war das? Hat irgendwie so ein Geräusch gehört. Wo ist die AEG-Wurzel bringen? Sag mir nicht, ich habe die Wurzel schon. Das wäre echt extrem witzig. Moment. Erkundung, Fotomodus... Fotomodus. Ah ja, tatsächlich kann ich so Fotos machen, ja. Habe ich mir nämlich gedacht, dass uns das schon mal erklärt worden ist. So. Hier beim Camp können wir uns übrigens ja auch ausruhen. So, da können wir aber mal bis morgens warten, zelten. Hier bis zum Morgen warten, yes. So, jetzt haben wir zwar dafür keine XP bekommen, ist aber auch jetzt nicht so ultra dramatisch. Was ich eventuell auch nochmal ganz gut fände. War deutlich, natürlich. Genau, ich wollte eben nochmal schauen, ob wir wenigstens im Inventar sehen können, überprüfen. Und zwar Waffen, Accessoires, nein, Zutaten. Ich sag mir nicht, ich hab die Wurzel sogar. Ich hab die Wurzel sogar.
Oh mein Gott, ich habe die Wurzel und ich kann den Typen einfach die Wurzel in die Hand drücken und ich habe die Quest, glaube ich, fertig. Oh, das müssen wir dann natürlich direkt machen. Leute, oh my goodness. Ja, wo ist mein lieber Chocobo? Hier hinter mir natürlich. Finde ich witzig, dass viele Spiele sowas einfach benutzen. Dieses Spawn hinter dem Spieler quasi. Oder Spawn Chocobo there where player is not around. Irgendwie so ein Scheiß, weißt du? Also da, wo... Platziere den Chocobo da oder das Objekt da, wo der Spieler halt eben nicht hinguckt. So, das machen... Diese Programmierzeile benutzen viele Entwickler bei ihren Spielen. Macht aber auch Sinn, ne? Nicht, dass einfach die Viecher aus nichts einfach aufpoppen. Weißt du, das sieht einfach creepy aus, komisch aus, wie auch immer. Und ja, yeah, unser Chocobo ist jetzt Stufe 4. So, dann Chocobo hat die Fertigkeit Chocobo Tritt erhalten. Im Kampf kann er dem Gegner nur mächtige Tritte verpassen. Oh, nett. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich weiß zwar nicht, wie hoch das mit dieser Chocobo-Stufe geht, aber... Ist wohl nicht so verkehrt, ganze Zeit mit dem Viech hier rumzureiten. Und vor allem einfach, wer will eigentlich noch heutzutage zu Fuß laufen? Niemand mehr. Bis bald, Kleiner. Hm? Oh, das ist also deine Gemüseempfehlung? Ja, meine Empfehlung. Und, wie schmeckt es? Lecker, denke ich. Okay, dann vertraue ich mal deinem Gaumen und mach mich direkt an die Kreation meines neuen Gerichts. Sei so nett und probier's als Erster. Aufgabe abgeschlossen. Die Wurzel des Erfolgs. Oh, schön. Hätte ich das nicht einfach direkt abgeben können? Das wäre schon mal was, oder? So, dann machen wir mal. Also, ich rede mit dir. Kann ich heute dienen? Und sonst? Speisekarte. So, da haben wir den Choco-Moppel-Burger. Oh my goodness. EP-Gewinn plus 50%. Ey. Alter. Bestellen? Ja, machen wir aber mal. So, aber zunächst einmal, meine lieben Freunde, würde ich einmal sagen, machen wir ein kleines Päuschen. Das wäre auf jeden Fall mal angebracht. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Chart Talks out.